Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Atempause von und mit Timo Niesner. Dein Podcast rund um das Wunderwerk unseres Körpers, die Atmung. Gründer von Restorative Breathing, Apnoe-Lehrer, Business Coach und Mentaltrainer Timo Niesner taucht zusammen mit dir jede Woche nicht nur weiter in Themen rund um die Atmung ab, sondern unterstützt dich auch dabei, mehr bei dir selbst anzukommen. Für deine persönlichen Atempausen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Atempause-Podcast. Heute mal wieder mit einer Solo-Folge hier mit mir. Und zwar zu dem Thema Atmung, Stress und körperliche Selbstwahrnehmung. Möchtest du wissen, wie du im Endeffekt deinen Körper selbst deuten kannst, um herauszufinden, an welchem Punkt du gerade persönlich stehst? Möchtest du auch die Signale für dich selbst sehen können, die zu dir sagen, oh Kollege, jetzt machen wir ein bisschen langsamer? Oder möchtest du für dich die Möglichkeit finden, Methoden zu nutzen, die dich dabei unterstützen, erst gar nicht an so einen Punkt zu kommen? Ich bin Timo Niesner und heute im Atempause-Podcast spreche ich mit dir über meine momentane Situation. Ich bin gerade erst vor ein paar Monaten Papa geworden und von einem kleinen Bub, der einfach nur großartig ist, mir mein Leben verschönert oder vielleicht auch nicht nur mir, sondern auch der ganzen Familie, was absolut herrlich ist. Wir genießen es, wir genießen jede Zeit, die wir auch zusammen verbringen können. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich alles super schön ist, aber es gibt auch immer noch eine andere Seite, und zwar das eigene Geschäft, das eigene Business, Alltag, Sport. Es gibt viele Sachen, die irgendwie dann noch mit dazugehören. Und ich muss ehrlich sagen, dass viele Themen, die ich natürlich auch unterrichte, momentan bei mir persönlich jetzt nicht mehr so genau zutreffen, weil etwas Neues passiert ist. Ich habe eine neue Rolle im Leben bekommen. Vielleicht kennst du das für dich selbst auch. Es hat sich etwas verändert. Du bist in eine neue Rolle hineingeschlüpft, ob du jetzt, musst ja nicht unbedingt Papa geworden sein, sondern vielleicht auch Partner. Es ist was in der Familie passiert, Konstellationen ändern sich. Und genau so eine Situation ist jetzt auch hier bei mir passiert. Es ist zwar immer noch super und schön, aber ich merke immer weiter, dass einfach mein Akku leerer wird. Ich merke, dass ich immer weiter an eine Grenze komme, an der ich mich nicht ganz wohl fühle und auch der Körper langsam so ein paar Anzeichen zeigt. Jetzt habe ich hier mit einem ganz tollen Gast auch schon gesprochen. Diese Person highlighte ich öfters mal in dem Podcast. Hört euch gerne die Folge noch mit Cordelia Schott auch nochmal an, der Orthopädin aus Essen. Ganz, ganz tolle Frau. Und ich habe dann auch ein Telefonat mit ihr gehabt, habe mit ihr nochmal darüber gesprochen, über die Situation, in der ich mich befinde, um einfach mal abzuklären, was passiert bei mir körperlich, was sind einfach für Punkte, an denen ich arbeiten kann, ohne dass ich jetzt abgerutscht bin. Und ich habe zwischenzeitlich sehr gut feststellen können, es ändert sich etwas. Aber warum wird mein Akku immer weniger? Ich hatte ein großes Camp im Mittelmeer. Das war übrigens mit grandiosen Menschen, die mich da umgeben. Ich bin einfach nur, ich bin gesegnet mit so tollen Menschen, mit denen ich zusammen sein darf. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch für mich, 24/7 unterwegs zu sein, da zu sein, ansprechbar zu sein und nicht nur diese Präsenz zu haben, sondern auch diese Präsenz haben zu wollen. Ich muss es ja gar nicht, ich kann es ja, ich darf es ja. Und hier diesen Spagat zu haben zwischen, ich möchte Vollzeit eigentlich fast Vater sein, ich möchte mein Business voranbringen, ich möchte arbeiten, weil es mir Spaß macht. Es ist meine Leidenschaft, ich möchte mit diesen unglaublich tollen Menschen zusammen sein, mit meiner Familie. Und irgendwo zwischendrin habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also nicht ich als Person, aber eher dieses Thema, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe gemerkt, meine Atemsessions wurden kürzer. Ich bin mental, konnte ich nicht mehr ganz so loslassen. Es ist einfach ein bisschen mehr geworden. Es ist einfach ein bisschen viel geworden. Und wie es dann einfach auch so ist bei mir, vielleicht kennst du das von dir selbst auch, ich kriege das schon hin. Das passt schon irgendwie. Ist doch jetzt kein großes Thema nicht. Das passt, komm, noch eins, das noch und das To-Do noch und hier noch. Ja, da mache ich noch ein bisschen hier, mal noch ein bisschen da. Bis ich dann wirklich realisiert habe, okay, mein Körper meldet sich jetzt auch langsam. Ich schlafe zwar gut, trotz Kind, ich schlafe zwar immer noch sehr gut,
achte auf meine Ernährung. Aber sportlich bin ich an einem Punkt gekommen, wo es gerade so nicht wirklich weitergeht. An welchen Punkten habe ich es noch gemerkt? Natürlich einmal sportlich, körperlich ist was passiert. Aber ein großes Thema ist tatsächlich aufgekommen, dass ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe. Und er wollte dann erstmal nicht schlafen. Und ich habe dann mit ihm, oh Wunder, geatmet. Wie soll man mit einem 3 Monate alten Baby atmen? Das ist gar nicht relativ simpel. Ich habe mich neben ihn gelegt, er lag direkt neben mir. Und ich habe einfach so geatmet, wie es mich beruhigt. Ich habe tiefe Atemzüge gemacht, habe ganz lange ausgeatmet, nachher auch nochmal gebrummt, um ihn auch auditiv abzuholen, das, was er hört. Und eben nicht nur die Vibration meines Körpers spürt. Mein Sohn lag neben mir und von Mal zu Mal hat sich auch seine Atmung beruhigt, seine Bewegungen wurden weniger. Er hat mir nochmal mit seiner Hand ein bisschen gefühlt übers Gesicht gestrichen, hat mich nochmal angeschaut. Ich habe gemerkt, wie seine Augen ein bisschen zugefallen sind und 10, 15 Minuten später hat er geschlafen. Anschließend bin ich zurückgekommen zu meiner Partnerin und habe mich wie ausgewechselt gefühlt. Als wäre ich da jetzt gerade für eine Viertelstunde einfach am Strom gehangen und hätte meinen Akku aufgeladen. Bei mir ist es so, manche extremen Situationen, wenn es einfach ein bisschen mehr wird und viel wird und mein Akku immer mehr weiter leer gesaugt wird, die nehme ich gar nicht so auf. Ja, da bin ich dann einfach immer noch der Rugby-Spieler, der Sportler, der sagt, komm, gib ihm, Energie ist da, wir ballern einfach mal raus, was gerade da ist. Und in den Situationen, in denen ich es dann doch wirklich merke, ist eigentlich der Moment, wenn ich mich dann mal wieder auf die Reise zu mir selbst begebe, mir die Möglichkeit gebe, bei mir selbst anzukommen, ganz für mich bin. In diesem Moment war es mein Sohn, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich komplett und zu 100% in dieser Präsenz von ihm, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, meine Atmung herunterzufahren, zu verlangsamen, brummend auszuatmen, selbst die Augen zu schließen und auch am Anfang, ehrlich gesagt, gemerkt zu haben, dass dieses Ausbrummen nicht einfach war, sondern es war sehr ruckelig, es war schwierig, den Ton zu halten für mich. Und von Mal zu Mal wurde es immer leichter und einfacher und ruhiger und auch ich konnte dann immer weiter loslassen. Wie also umgehen mit solchen Situationen? Hat jetzt ja nicht jeder ein Kind bei sich zu Hause, mit dem er abends zum Einschlafen brummen kann. Das muss man auch nicht haben. Sondern mein persönlicher Tipp ist, öfters mal das zu machen, und das muss auch keine halbe oder dreiviertel Stunde sein, vielleicht auch nochmal 5 oder 10 Minuten, wo wir ganz genau wissen, das ist gut für uns. Das tut uns gut, und zwar wirklich gut, und nicht dieses nach außen kommunizierte, das musst du machen, damit es dir gut tut. Finde etwas, das du gerne machst. Finde etwas, das du nur für dich selbst machst. Man nennt es vielleicht auch manchmal gern diese Me-Time, Self-Care. Es gibt gerade viele Worte da draußen, mit denen man arbeiten kann. Daher die Frage an dich, was ist es denn, was du gerne für dich selbst machst, wo nur du bist? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Wo bist du dort? Und wann hast du es dir das letzte Mal gegönnt? Das sind übrigens auch die Fragen, die ich mir stelle. Und meine Konklusion des Ganzen war, es wird wieder Zeit, mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen, meine Pause zu machen. Weil nicht morgen zum 4:30, 5 aufstehen und powermäßig zu trainieren, sondern einfach mal auszuschlafen. So, wenn ich aufwache, mein Buch zu nehmen, weiterzuliegen und vielleicht nochmal einschlafen. Mir es gut gehen zu lassen, heißt mich gut zu ernähren. Nicht das Gefühl zu haben, wenn ich am Wasser bin, immer nur tauchen zu müssen, das muss ich nicht. Ich kann mich auch auf Stand-Up-Paddle stellen. Ich kann auch einfach nur so ins Wasser springen. Ich kann einfach diesen Moment genießen, mich ein bisschen treiben lassen. Aus dem Daoismus gibt es einen Begriff, der nennt sich das Wu-Wei, in einem Fluss sein, sich mit dem Wasser zu bewegen, ist ein Teil des Ganzen.
Und das ist tatsächlich auch ein Teil mit der Atmung, mit der ich arbeite, gerade in solchen Momenten, und zwar meine Atmung fließen zu lassen, sie nicht zu kontrollieren, ihr kein Korsett anzuziehen, nicht zu sagen, atme 4 Sekunden ein, halt 4 Sekunden Luft an, atme 4 Sekunden aus, sondern ich lasse diese Atmung einfach mal machen, was sie möchte. Sie kann schnell werden, sie kann langsam werden, ganz gleich, und dazu kann sich auch mein Körper bewegen, das, was er gerade braucht. Und das ist eine Technik und eine Methode, mit der ich persönlich sehr, sehr gerne atme, um zu reflektieren, wo stehe ich gerade, was passiert gerade bei mir im Körper, was kann ich denn über diese Atmung, über diese Bewegung auch für mich loslassen. Möchte ich das loslassen? Wenn nicht, an was halte ich denn gerade fest? Auch zu hinterfragen, brauche ich das gerade, an was ich da gerade festhalte, oder meine ich nur, das zu benötigen, aber an sich hat es dann für mich doch gar keine große Relevanz. Du siehst gerade selbst schon, das, was ich sage, über was ich spreche, über meine persönliche Erfahrung, die ich für mich mache, ist zweigeteilt. Das eine ist eine primär körperliche Erfahrung, die ich mache. Das andere ist eine sehr mentale Erfahrung, die ich mache. Schau dir mal an, wenn du das Gefühl hast, dass dein interner Akku, also deine Energie, dein Energiehaushalt leerer wird, woran merkst du es denn? Merkst du es auf körperlicher Ebene? Merkst du es mental? Merkst du es durch Reaktionen anderer Menschen in deiner Umgebung? Gibt es jemanden, der dich von außen spiegelt, dem du auch die Prokura, also das Recht gibst, dir zu sagen, Kollege, wäre jetzt mal cool, wenn du ein bisschen runterfährst. Ich habe das Gefühl, ja, du bist gerade ein bisschen over the top. Ich habe diese Instanzen um mich herum, glücklicherweise. Menschen, die mir dieses Feedback geben. Ich versuche für mich mental viel zu reflektieren. Wo stehe ich? Was mache ich? Wo möchte ich vor allem hin? Und nicht nur morgen, sondern auch übermorgen, in den nächsten Monaten und Jahren. Dinge, die mir nicht nur eine Perspektive geben, wo ich mich hin entwickeln möchte, sondern die mir auch die Möglichkeit geben, mich im Hier und Jetzt sehr wohl zu fühlen. Mein Körper ist mein Tempel, der Tempel, der mich begleitet, in dem ich sitzen darf, den ich nutzen darf für alles, was ich mache, für alles, was ich erfahren und emotional auch durchleben darf. Auch auf diesen darf ich Acht geben, und auch dieser gibt mir sehr schönes Feedback, wo ich stehe. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel dazu. Für dich vielleicht greifbar ist unsere Herzfrequenz. Diese Herzfrequenz zu messen und zu sehen, mit welcher schlafe ich, wie verändert sich diese, wenn ich über ein paar Wochen mich beispielsweise rausnehme und hauptsächlich Apnoe tauche, merke ich relativ schnell, dass mein Ruhepuls von knapp 50, 52 auf 46 sinkt, vielleicht sogar ein bisschen tiefer auf 45, und ich bei diesem Puls schlafe. Das bedeutet, dass über den Tag hinweg mein Körper noch weniger Energie eigentlich benötigt, um mich am Leben zu erhalten, sage ich mal. Und ich im Endeffekt einen sehr ruhigen Schlaf haben kann, einen sehr ruhigen Zustand meines Körpers, weil er nicht viel Energie verbraucht. Wenn ich jetzt aber eine erhöhte Herzfrequenz habe und das dauerhaft und im Durchschnitt, beispielsweise wenn jemand Schwierigkeiten mit der Atmung hat, Covid war zum Beispiel bei mir ein Thema, wo ich gemerkt habe, ich habe über längere Zeitraum hinweg, mehrere Tage, tatsächlich einen zu hohen Puls, konnte auch kaum schlafen mit diesem normalen Puls, den ich damals hatte, dann merke ich, da stimmt was nicht körperlich. Entweder bin ich dann krank oder ich bin tatsächlich mental angespannt. Stress kannst du es vielleicht nennen, Überforderung. Ich würde eher sagen, mein Energielevel ist viel zu niedrig. Meine Batterien sind nicht gefüllt, weil ansonsten wären solche Situationen, denen ich hier gegenüberstehe, bei diesen hohen Herzfrequenzen für mich gar kein Thema. Das kannst du natürlich für dich nehmen, diese Herzfrequenz, und versuchen, mit dieser Herzfrequenz zu arbeiten. Es gibt aber andere Möglichkeiten auch. Vielleicht kennst du das auch. Ich hatte das während meines Studiums ganz oft. Wenn meine Augenlider angefangen haben zu zucken, habe ich gemerkt, ich komme hier an irgendeine Grenze, ich komme hier irgendwie an ein Limit, ja, eine gewisse körperliche Überbeanspruchung. Andere Faktoren, die du auch dir anschauen kannst, ist auch deine Verdauung. Um es hart zu sagen, wie lange dauert das Essen, was du aufnimmst, bis es wieder rauskommt?
Bist du mehr in entspannten Modi, dann geht das relativ schnell im normalen Zeitraum von vielleicht 24 Stunden. Wenn du in einem hohen Stresszustand bist, dann dauert das deutlich länger. Es gibt Schwierigkeiten mit der Verdauung, die wir auch hier haben. All das sind Parameter, an denen wir merken können, um was es dann wirklich geht. Was sind meine Themen? Ich spreche hier eher über mich selbst, was hier bei mir passiert. Woran ich es einfach merke, ist, dass mein Akku tatsächlich leerer wird. Das liegt an meiner Konzentrationsfähigkeit in Gesprächen, in Situationen, die vielleicht für mich normalerweise kein großes Thema sind, wo ich merke, ich muss jetzt Nein sagen, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, Themen, die ich nicht annehmen kann, auch von der Arbeit her, Themen, wo ich sage, nein, das ist jetzt zu viel, das hätte ich vielleicht früher machen können, aber momentan bin ich von meinem Energielevel nicht an diesem Punkt, dass ich das für mich deckeln kann. Jetzt kommt natürlich auch die Frage, naja, komm Timo, auf geht's, arbeite mit deiner Atmung, nimm dich raus, guck, dass du morgens deine Sessions hast. Das ist alles möglich, auch das kann man für sich machen. Diese Routinen helfen mir extrem gut, auch mit der Atmung zu arbeiten. Tatsächlich auch gerade nur diesen Podcast aufzunehmen, ist für mich wirklich herrlich. War übrigens eine Idee einer Teilnehmerin von einem Master-Teacher-Training letzte Woche, dass ich mal mit euch darüber einfach spreche oder euch meine momentane Situation ein bisschen darstelle. All das ist natürlich möglich, aber diesen Podcast aufzunehmen, heißt für mich auch, mir Gedanken darüber zu machen, zu reflektieren, durch die Nase zu atmen, in den Bauch zu atmen, zwischenzeitlich die richtigen Pausen zu setzen. Auch das gibt mir hier die Möglichkeit, meinen Körper und mein System wieder ein bisschen zu beruhigen. Durchzuatmen, die Atmung mal fallen zu lassen. Alles Dinge, die wir über den Alltag einbauen können, die wir integrieren können. Was sind jetzt meine nächsten Steps gewesen? Erstmal nehme ich mich raus für ein paar Wochen und fahre für mich selber wieder runter, komme eher in diesem Thema Familie ein bisschen an. Dann kümmere ich mich noch mehr um meinen Körper. Ich kümmere mich jetzt seit 10 Tagen wiederum mehr um die Ernährung. Ja, es gibt viele von diesen Bereichen, wo ich weiß, sie haben alle eine direkte Auswirkung auf mein Wohlbefinden und natürlich auch, dass meine Akkus wieder voll werden. Gleichzeitig schaue ich, dass ich keine intensiven Workouts mehr mache im Sport, sondern dass ich die eher ein bisschen drossel und einfach die Dinge mache, auf die ich gerade Bock habe. Einfach auf die, die mir gerade Spaß bereiten und durch die ich einfach gerade gerne durchgehen möchte. Einfach mal dieses Wu-Wei eintauchen, einfach mal Dinge geschehen lassen und gucken, was passiert. Und das ist das, was ich momentan auch brauche. Und das sind die Phasen, in denen ich sehr kreativ sein kann, in denen ich neue Lösungen sehen kann, neue Themen sehen kann, die ich für mich entdecken kann. Natürlich bedeutet es auch, meine Rolle zu ändern, eine Rolle zu tauschen. Wie macht man das? Nicht mehr Papa sein? Natürlich nicht weiterhin Papa sein, aber sich zumindest für gewisse Zeiträume eine andere Rolle gönnen. Und ich bin jetzt gerade auf dem so gut wie eigentlich schon weg, und zwar auf einer einwöchigen Weiterbildung, bei der ich wieder Schüler sein darf. Oh, wenn ich das sage, ich darf wieder Schüler sein. Ein solch herrliches Gefühl, wo ich im Endeffekt diese Verantwortung abgebe, die Inhalte abgebe und einfach in einen Moment reinkomme, in dem ich aufnehmen darf. Also auch zu diesen ersten Fragen, die ich dir gestellt habe, wo kann ich auftanken? Das sind diese Momente, in denen ich mich um nichts kümmern muss. Bei uns, es gibt Essen, es wird um alles sich gekümmert, ich habe ein schönes Zimmer, da wird geputzt und gefegt, da muss ich mich also auch nicht drum kümmern. Und die Inhalte sind komplett neue Inhalte, neue Inspirationen, nicht nur Themen, die von mir kommen, sondern Themen, die von außen kommen und bei denen ich mich entscheiden kann, ob ich sie annehmen möchte oder ob ich sie nicht annehmen möchte. Also nochmal als Zusammenfassung für dich, wenn du bis hier noch mitgehört hast, schau dir einfach mal an, welche Orte sind es, an denen du Kraft tanken kannst? Wie sehen die aus? Wann vor allem, das ist der wichtige Punkt, wann hast du denn das letzte Mal genau das gemacht? Sind es die 5 Minuten heute Morgen gewesen oder war es der letzte Sommerurlaub, der schon sehr lange her ist? Und nicht nur wann war er, sondern wann ist auch der nächste und wie kannst du das für dich in den Alltag integrieren? Das ist einmal zum Energietanken. Aber es kann trotzdem sein, dass eben andere Belastungen auf dich zukommen, mit denen du gerade momentan nicht gerechnet hast. Frag dich deshalb, wo kannst du als nächstes hingehen, um Energie zu tanken? Was kannst du als nächstes machen, um wieder zu dir zu finden, zu dir zu kommen? Das heißt jetzt nicht, man war komplett weg von sich, darum geht es gar nicht. Sondern einfach wieder mehr bei sich zu sein. Zu schauen, was tut mir gut, was ist nicht besonders gut für mich? Welche Rolle nehme ich momentan für mich im Leben ein? Welche von diesen Rollen sind gut für mich und welche Rollen ziehen mir mehr Energie, als ich eigentlich habe? Oder wie ich es auch gerne in Workshops sage,
frag dich mal, was dein Return of Investment ist. Also etwas, das dir Kraft zieht, sollte dir gleichzeitig aber wieder Kraft geben. Beispielsweise ich gehe in Sport und gebe halt Vollgas und gebe voll viel Energie rein, aber es gibt mir trotzdem wieder was, weil ich eine gewisse Ruhe bekomme und gibt mir eigentlich nachher mehr, als dass es mir nimmt durch diese Session. Aber es gibt eben auch viele Themen bei uns im Alltag oder bei uns im Leben, die eigentlich nur ziehen, uns aber nichts geben. Auch das kannst du dir mal anschauen. Was ist das? Wo sind diese, sag ich mal, Energievampire, die du um dich herum hast, die ich um mich herum habe? Und auch diese Themen habe ich beispielsweise für mich die letzten Tage ganz genau angeschaut. Was gibt es, was gibt mir Kraft? Mit welchen Leuten kann, will, darf und möchte ich zusammen sein? Und welche Leute meide ich jetzt vielleicht gerade in diesen Momenten, in denen ich eben nicht so viel Energie habe? Das sind meine Gedanken, meine Selbsterfahrungen zu diesen Themen. Schau dir an, wie du damit umgehst. Gib dir selbst diese Phasen, in denen du Zeit für dich hast, und zwar nur für dich hast, oder eben Phasen für dich, in denen du wirklich komplett auftanken kannst. Erstmal vielen lieben Dank. Schön, dass du hier mit dabei warst. Danke für dein offenes Ohr. Wenn du Fragen hast, lass es mich immer gerne wissen. Ich bin erstmal für ein paar Tage vielleicht nicht zu erreichen, aber ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sommer und hoffe, dass du für dich schnell herausfinden konntest, wo deine Vampire sind, die dir Energie ziehen und was du als nächstes, vielleicht sogar schon in den nächsten 48 Stunden machen kannst für dich, um für dich wieder mehr dieses Gefühl zu haben, bei dir zu sein und Energie zu tanken. Pass gut auf dich auf und bis bald.